Hey, ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin mit einem weiteren Unboxing-Video. Und zwar kommt das hier von dem lieben Sergej. Und erstaunlicherweise war das recht schnell unterwegs. Am Montag abgeschickt, am Mittwoch eingetroffen. Päckchen ist auch schon geöffnet. Ich habe nur noch nicht reingeschaut. Also, lieber Sergej, vielen lieben Dank. Ja. Und ich hoffe, dein Tauschdino, also wir haben ja getauscht, ne? Ein Dino gegen zwei andere. Ist hoffentlich auch schon angekommen. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was ist da Schönes drin? Ta-ta-ta-ta-ta. Was sehe ich denn da? Karten? Wow, Karten? Also das ist ja mal sowas von cool. Dinosaurier-Karten. Spiel, meine Güte, oh, so was Schönes. Ja, du erwähntest ja irgendwas von einem Geschenk. Ich nehme an, dann ist es das hier. Wow, also das ist ja mal echt speziell, ne? Also ab 1000 Dank, das ist ja mal eine Freude. Wow, ich glaube, ich habe inzwischen schon so 3 oder 4 Kartenspiele mit Dinosauriern. Wow, oh, wie schön, wie wunderschön. Ah, das ist Dino-Quartett. Die lasse ich mal gleich oben. Wow, also danke Sergej. Das macht mir Freude. So, und da haben wir die eigentlichen Stars. Ein Parasaurolophus. Ja, Jurassic Park. Den wollte ich nochmal haben zum Repainten. Und zwar wollte ich den dann auch im Jurassic Park Look repainten. Ja, also dass es ein bisschen natürlicher aussieht und so weiter. Gucken, wie mir das gelingt. Er soll nicht mehr funktionstüchtig sein, aber das teste ich nochmal. Mal gucken. Batterien habe ich ja für den, aber im Dinoversum, nicht hier. So, also Parasaurolophus JP19 und ein No-Name, also nicht näher definierten Styracosaurus eines Herstellers, dem ich mal gucken muss, was das für einer ist. Sergej sagte mir, sei von einem Museum. Oh, ist das schön. Den wollte ich eventuell auch mal repainten. Ist ja ein hübsches, kleines, süßes Dingelchen. Gucken, was unten drauf steht. Da steht eine Menge. Ist oftmals nicht gut zu lesen. Vielleicht sieht man so etwas besser. Ja, also manchmal ist es hilfreich, wenn man da eine Taschenlampe drauf hält, dann kann man die Schriftzüge besser lesen. Wow, ist der nicht hübsch? Niedliches kleines Modellchen, aber bevor ich den repainte, werde ich den noch reviewen. Ja, nochmal ein bisschen was recherchieren dazu. Ne? Wow, ist das schön. Oh, danke Sergej. Wow, ist der schön. Mein Gott, ist der schön. Wow. Aber da ist ja noch was im Paket. Cool. Der gute Sergej hat mir doch tatsächlich noch ein paar Muschelfossilien mit reingepackt ins Paket als Geschenk. Ja, ist denn schon Weihnachten? Wow! Das hier scheint ja fast... Ist das ein Zahn? Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, sowas von cool. So, jetzt habe ich es mal ausgepackt, jetzt kann man es besser sehen. Cool, so ein paar Muschelfossilien, sind alles Muscheln. Wow! Muscheln gehören natürlich zu den häufigeren Fossilien, ja, die man so 100- und 1000-fach findet. Aber trotzdem ist das ziemlich cool, sowas zu haben. Ja, lieber Sergej, also damit machst du mir echt eine Freude, ne? Also, du hattest mir ja schon mal so Muschelfossilien geschickt. Ach, das finde ich schon immer ganz speziell, ne? Man hält hier Naturgeschichte in den Händen. Ja, Millionen alt. Wahnsinn. Ja, lieb. Und das ist die Ausbeute des heutigen Unboxings. Ja, also nochmal ein Parasaurolophus, passend zum Jurassic Park. Speziell zum Repainten nochmal ein Zweitmodell geordert beim lieben Sergej. Dann ein Styracosaurus aus einem Museum, aus einem amerikanischen Museum oder englischen Museum, wie es scheint. Ein Dinosaurierquartett, echt cool. Und ein paar Muschelfossilien. Wow, cooles Unboxing. Hab vielen, vielen lieben Dank, lieber Sergej. Na, und ich hoffe, du freust dich genauso über deinen neuen Raptor. Ja, ich habe im Gegenzug dazu den Spring Heel Jack eingetauscht. Also ich hatte 2 davon. Deswegen habe ich den eingetauscht gegen diese Schätzeleins hier. Also ihr Lieben,
Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, Roma Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!